your blessing. In the name of Jesus. I didn't know you would ever meet this way. I never know you would ever meet this way. Hey, I didn't know you would ever meet this way. You would ever meet this way. Thank you, Jesus. Hey, I didn't know that the Lord would favor me this way. I never believed that Sinek would favor me this way. Hey, hey, I didn't know. Thank you, Jesus. Elani makabi ansemu, sauba ya mini pakasi asayi. Wanyi ni mensi sukra, sauba ya mini pakasi asayi. Hey, hey, mama ni neda, sauba ni mami pameni wa munisio nina. Rado mami pameni wa munisio nina. Bible said, David said, is there anyone left in the house of Saul that I, David, have to show him favor? Somebody, the Lord is about to remember you. Somebody, you are about to see the favor of the Lord. Somebody, you are about to step into your next level. And this is going to be your son. Er hat den weichen Boden gewählt. He was not prudent. Er war nicht zugetan. Did not consider that there will be rain. Er hat nicht darüber nachgedacht, dass der Regen kommen wird. He did not consider that there will be flood and storm. Dass da Ströme und Sturm kommen werden. Oh, he was thinking of how to make the show. Alles, woran er dachte, war, wie er die Show machen kann. It's a show time. Seine Showzeit fiel. And the rain fell. Der Regen fiel. Rain, dog and cats. Es regnete Hunde und Katzen. The flood just came and started building up. Und baute sich auf. And they started entering to the foundation. Kamen an das Fundament. And the foundation started melting. Und das Fundament fing an zu schmelzen. Und ging unter. Submitting to the power of the flood and the rain. Und erwarf sich der Macht der Flut und des Regens. Then the wind came and pushed the skyscraper down. Und der Wind kam und drückte gegen dieses Hochhaus. Imagine the cry of himself, his wife and children. Kannst du dir vorstellen, den Schreien von ihm und seiner Familie? Help, oh, mumbo mio. All kinds were in the house, noise, and neighbors were watching. Oh, that mighty house. Die Nachbarn beobachten das und sagten, dieses mächtige Haus. A house that the guy when he was drunk is, oh, this is my house. Und dieser Mann, wo er sagt, even er hat getrunken. 10,000 thunderbolts can never destroy it. 10,000 Blitze können es nicht kaputt machen. Bragging like the Titanic. Hat angegeben, wie die Titanic war. The guy who Titanic said, der die Titanic gebaut hat. God nicht einmal Gott cannot sink it. Könne es untergehen lassen. And when he said it, und als er es gesagt hatte, that thing sunk. Ist es untergegangen. He said the guy was so arrogant that he said even God cannot. Der Mann war so arrogant, er sagte nicht einmal Gott könne es untergehen lassen, versenken das Schiff. Bible calls such one as a foolish man. Die Bibel nennt solche töricht. A man of no patience. Ein Mensch ohne Geduld. He was not obeying the voice of God. Er hörte nicht auf die Stimme des Herrn. He was not faithful in anything. Er war nicht treu in allen Dingen. A man of no character is a weak man. Ein Mann ohne Charakter ist schwach. A man or a woman of a strong character. Ein Mann oder eine Frau starken Charakters ist immer gehorsam, always to faithfulness, immer treu. I'm not saying something, always semper fidelis, immer treu. Semper fidelis, always truthful, faithful, immer treu, immer ehrlich. Obediently obeying the laws and principles, gehorsam and patient und geduldig, wartend. Waiting until promotion will come to him. Wartet, bis die Beförderung zu ihm kommt oder zu ihr. Promotion does not come from the east, not from the south. Die Beförderung kommt nicht vom Osten oder vom Westen, sondern sie kommt von oben. The Father of lights. Vom Vater des Lichts. Also he brings down one. Er bringt den einen herunter und erhöht ihn. Humble yourself under the mighty hand of God. Demütige dich unter die mächtige Hand des Herrn und er wird dir helfen. Struggle on the planet. Es leiden nicht auf dem auf dem Planeten. Today say I'm a prophet. Heute sagen sie, ich bin ein Tomorrow Prophet. Tomorrow I'm an apostle. Morgen ist ein Apostel. Today he say I'm a teacher. Heute ist er ein Lehrer. Today I'm an engineer. Morgen ist ein Ingenieur. Trying to be. Versuch zu sein. You will die too early. Und du wirst zu früh sterben. You wait. Warte.
God lift you up. Und Gott wird dich erheben. You see, one thing I want to say to you. Eines, was ich dir sagen will, ist. Is that choose to be a wise builder. Wähle ein weiser Bauer zu sein. Now this parable was not said by Peter. Dieses Gleichnis wurde nicht von Petrus gemacht. Dieses Gleichnis wurde nicht von Apostel Paulus the gegeben, Master himself, sondern der Herr selber, is coming to judge the world. Der die Welt richten wird. He gave this parabolic story, er hat diese Geschichte gegeben, that you must choose to be one. Dass du wählen musst, einer zu sein. Be the man of a strong character. Sei ein Mann mit einem starken Charakter. The one who builds on the rock. Der, der auf dem Felsen baut. Because while you are on the rock building, dann während du auf dem Felsen baust, or when you are on the rock digging, oder wenn du gräbst auf dem the Felsen, sun rose high, 45 degrees, hitting your back, und die Sonne ist so heiß mit 45 Grad auf deinen Rücken strahlt und deinen Nacken and the pain, und der Schmerz. That guy had finished his house already. Ist dieser Mann bereits fertig mit seinem in Haus the sun. In der Sonne. And then he was enjoying himself. Und hat sich genossen. Drinking all the cocktails. Hat all die Cocktails getrunken. Watching the most beautiful movie. Hat die schönsten Filme geguckt. Then the man of prison was still on the rock digging. Und der andere Mann, der hat immer noch gegraben. Digging and stones were splitting and hurting him, but he was still digging. Und er splitterte und hat ihn verletzt. And the Bible said when the rain came, the flood came. Und die Bibel sagt, als der Regen und die Flut kam. When the storm hit the house. Und als der Sturm gegen das Haus stieß. Hat das der Sturm das Haus geschlagen. The house did not fall. Das Haus ist nicht gefallen. Because it was founded. Denn es wurde gegründet auf dem Felsen. Build your house. Baue dein Haus on the sun. Nicht auf dem Sand. Build your house. Baue dein Haus auf dem Felsen. Because all other grounds are hot. All anderer Boden sun. Ist sinkender Sand. I build my house. Ich baue mein Haus auf nichts anderem Jesus Christ, als auf Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit. Build your house. Baue dein Haus on Christ, auf Christus, the rock. Dem Felsen. Follow Christ's principles. Folge den Prinzipien Christi. Don't follow the principles of the world. Nicht den Prinzipien der Welt. And the Kalabule pastors who are in town today looking for money. Und nach den falschen Pastoren, die nach Geld und Ruhm suchen. Lying, dubious beasts. Die Lügner sind und dubios. Who God is preparing the lake of fire for them? Für die der Herr, der den Feuer sie bereitet hat. They shall be like Achan. Die werden sein wie Achan. They shall be like Abiram. Sie werden sein wie Abiram. Satan. God has prepared their days for them. Gott hat ihre Tage für sie. Baue dein Haus auf dem Felsen. It will cost you much time and pain. Es wird dich viel Zeit und Schmerz kosten. But be obedient and be patient and be faithful. Aber du musst einfach geduldig und at the end, sein. The vision will speak and not fail. Wird die Vision sprechen und nicht versagen. And when you see that the storm and everything is over and every house is gone by your own standing, that you know the reward of your pain. Und wenn du am Ende siehst, wie alle anderen Häuser weg sind, aber deine steht immer noch, dann wirst du den Lohn dafür empfangen. Warum will Gott, dass wir diese Frucht des Geistes produzieren? Der Grund dafür ist, Gott möchte, Gott möchte, dass wir dieses Objekt des Frucht des Geistes, die Hauptursache, der einer der wichtigsten Gründe ist, weshalb wir die Frucht des Geistes hervorbringen müssen, die Frucht des Geistes haben sollen, in der Frucht des Geistes wandeln sollen, ist, dass wir glücklich sind. Du bist nicht glücklich, wenn du nicht in der Frucht des Geistes bist. Denn er verflucht diesen Baum. And he curses the tree that bears bad fruit. Und er verflucht den Baum, der schlechte Früchte hervorbringt. Either is a fruitless tree. Entweder es ist ein fruchtloser Baum, der wird entfernt. Or is a tree oder es ist ein that Baum, bears fruit, der Frucht but bringt, the fruit is bad. Aber die Frucht ist schlecht. There's only one tree. Es gibt nur einen Baum, the fruitful one, den fruchtbaren, that bears a good fruit. Der eine gute Frucht hervorbringt. Are not good. Zwei sind nicht gut. Fruitless tree, not good. Der fruchtlose Baum ist nicht a tree gut. That bears bad fruit is not good. Ein Baum, der schlechte Frucht bringt, out ist nicht of gut. Three, one is accepted. Aus diesen dreien ist einer akzeptiert. A good tree, ein guter Baum, that bears fruit, der Frucht hervorbringt that bears a good fruit. Und der gute Früchte hervorbringt. You should be that tree. Solch ein Baum solltest should du be sein. The man built on the rock. Du solltest der Mann sein, der auf dem Felsen baut. Ein Mann der Liebe. Anytime people come to your tree, jedes Mal, wenn die Menschen zu deinem Baum and kommen find the right fruit on you, und sie finden nicht die richtige Frucht an dir, become appalled. Dann werden die Menschen they become disappointed. Enttäuscht. They become dismayed, worried, disappointed. I mean, besorgt. In fact, they are not happy with you. Sie sind nicht glücklich mit dir. Because they see you shining. Denn sie sehen, wie du scheinst. You portray yourself to be a good Christian, a holy Christian, righteous Christian. They come to your tree, but instead of love, they see hatred. Und sie kommen zu dir. Und statt dass sie Liebe an dir finden, finden sie Hass an dir. Men don't see. Die Menschen sehen das nicht. But the angels of God, aber die Engel Gottes, the angels, they see. Die sehen das. Jehovah, he sees. Gott sieht es. So when Christ comes to your tree, und wenn Christus zu deinem Baum kommt, he sees outwardly, dann sieht er äußerlich, you are shining. Scheinst du. You make sure. Du machst but inwardly, aber innerlich you are full of bitterness, bist du voller Bitterkeit, corruption, Korruption, hatred.
statt Freude. Melancholie. Sorrow that has no reason and no ground is in your heart. Leid, welches keinen Grund hat, ist in deinem Herzen. God comes to you. Gott kommt zu dir. To pluck the fruit of peace. Um die Frucht des Friedens. You are a man, a woman full of troubles. Aber du bist ein Mensch voller Ärger. Instead of peace. Statt Frieden. Troubles are in you. Ist Ärger in dir. He came to you. Er kam zu dir. To come and see the fruit of patience. Um die Frucht des Geduld zu sehen. All impatience. Ungeduld. And all forms of hustle, bustle, greed, aversion, niggard. You are too ravenous like a wolf. How you be raging for? You don't care. You are only looking for opportunity. You don't care whether it's hell or whatever. Anything, whether it's a curse, you want to enter because you want the gold. Alles was du suchst ist, dass du reich wirst. Und es kümmert dich nicht, ob es ein Fluch ist. Alles was du suchst ist Gold. You are not built on the rock. Du baust nicht auf dem Felsen. You have no patience. Du bist nicht geduldig. Greed. Gier. And you are greedy. Und du bist gierig. And a miser on top and stingy. Du bist auch noch geizig. You think Christ is happy? Und du denkst, even Christus after you left him and went and did the greed, you don't even pay tithe also. Und nachdem du all diese Gier gezeigt hast, hast du gibst nicht einmal die Zehnten. Du gibst Gott keine Opfergaben. You don't give God any donation. Du gibst Gott keine Spenden. So you, your nature is for you, me, myself and I. You are just egocentric, selfish human being. Deine Natur ist, dass du einfach egoistisch bist auf diesem Planeten. Jesus said to the vine dresser, why do you allow this tree? Warum erlaubst du diesen Baum? For 3 years I've been coming. 3 Jahre lang komme ich. And I don't see no fruit on this tree. Keine Frucht. Why must you let it stay here and it's just wasting the ground? It's wasting the ground. Remove it and plant a good one there. Warum lässt du ihn hier stehen und er verschwendet einfach den Boden? Entferne ihn. Gott wird das erste wegnehmen und das zweite gründen. Take it away. Nimm es hinweg. And negotiation said, oh, please, one more year. Und der Weingärtner sagte noch ein Jahr. And if you have one more year, you sit down there and be joking, man. Und wenn du noch ein Jahr hast, dann solltest du keine Späße machen. Change from today. Verändere dich von heute an. One more year, we don't know. Noch ein Jahr, wir wissen nicht. Who has one more year here. Ich weiß nicht, wer hier noch ein Jahr hat. We all have to make sure, even if you are not, just take it, God, give me one more year, I want to bear fruit. Und wenn selbst dann sag es, Herr, gib mir noch ein Jahr, ich will gute Frucht hervorbringen. Und ich sage dir, die Schrift kann nicht verändert oder gebrochen werden. Gott macht keine Späße mit deinem Wort. Und ich habe ein Thema hier, welches sehr wichtig für dich ist. In order for you to be happy, damit du glücklich bist, you must be a fruitful tree. Musst du ein fruchtbarer Baum sein. And not just fruitful tree, und nicht nur ein fruchtbarer Baum, but a fruitful tree that bears good fruit. Sondern ein fruchtbarer Baum, der gute Früchte hervorbringt. Christ eats only good fruit. Denn Christus isst nur gute Früchte. He doesn't eat bad fruit. Er isst keine schlechten Früchte. Und wenn du als Mensch Früchte kaufst und die sind nicht gut, dann schmeißt du sie weg. A tree in your garden that is to bring bad fruit, you remove it. Und wenn du einen Baum in deinem Garten hast, der schlechte Früchte hervorbringt, dann entfernst du diesen. The main reason why the fruit of the Spirit is given to you. Der Grund, weshalb die Frucht des Geistes dir gegeben wurde. Or that you must walk in it, oder dass du darin wandelst, produce it, dass du sie produzierst, for you to be happy, ist, dass du glücklich bist. Happy. Glücklich. The fruit of the Spirit will make you happy. Die Frucht des Geistes macht dich the glücklich. H, so the happy here is acrostic. Das ist ein Akronym. So, I'm using this as an acrostic or the acronym here, meaning that the H stands for holy. H steht für heilig. That's holiness. Heiligkeit. The fruit of the Spirit will make you holy. Die Frucht des Geistes macht dich heilig. Because you are not greedy. Denn du bist nicht gierig. You are not covetous. Du bist nicht neidisch. You are not avaricious. Du bist nicht. You are not somebody who is like a ravenous wolf. Du bist nicht wie ein reißender you Wolf. You are content with whatever you have. Du bist zufrieden mit dem, was du hast. You are not rat racing, challenging, you know, others competing. No, you are not a competitor. You are always somebody who is giving compliment to others. Du bist jemand, der immer Komplimente anderen gibt und nicht To stay out of the realms where you may be defiled, so you become holy. Du bist außerhalb diesen Bereichen, wo du beschmutzt werden könntest, because du bist heilig. You can be bitter and you can be greedy and be holy. Denn du kannst nicht bitter sein und heilig sein. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. Love and joy and peace and patience and gentleness and self-control. All together, meekness, they make you holy. Sie macht dich heilig. And if you're not holy, you can't go to heaven. Und wenn du nicht heilig bist, kannst du nicht in den Himmel gehen. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. 1 Thessalonians 4:7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligkeit. So you have been called out of uncleanness to the realms of holiness. Aus der Unreinheit in die Heiligkeit. Holiness. Heiligkeit. You can't be happy until you get the holiness thing in you. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du nicht heilig bist. If you have a friend, a sister, a husband, wife, children, you're not happy, let's work on holiness. Wenn du einen Bekannten, einen Ehepartner hast, der nicht glücklich ist, dann arbeite an der Heiligkeit. It makes no sense to waste your time praying for happiness. Es ist Zeitverschwendung, wenn du um Glücklichkeit betest. Stop praying for happiness and pray for holiness. Sondern bete für Heiligkeit.
Hebrews 12:10, it says, for they indeed for a few days chasten us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. So every discipline God is taking you through, every chastisement God is taking you through, to pruning you, you know, sometimes correct you, you want to have this way, no, God push you that way, and you are angry, you are not happy, all of us go through it, but all is made for us to attain holiness. Du gehst durch bestimmte schwierige Zeiten, nur damit du heilig wirst. When God disciplines you, wenn Gott dich diszipliniert, in the ministry, im Dienst, as a human being now, als ein Mensch, since you are overground, da du über dem Boden bist, since you are not underground yet, da du nicht unter dem Boden bist, chastise you, discipline you, correct you, wird er dich züchtigen, dich disziplinieren. Und wenn du demütig und respektvoll bist, und wenn er dich Hund nennt, you don't open your labuch and become stubborn, arrogant to him, dann wirst du nicht deinen Mund öffnen und widerspenstig sein. Sondern du demütigst dich und sagst, yes, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. And then you negotiate with him. Und dann verhandelst du mit ihm. And you produce the fruit of the Spirit. Und du produzierst die Frucht des oh, Geistes. Oh, you make it. Dann wirst du schaffen. Therefore, God will correct you. Darum wird Gott dich korrigieren. Chastise you. Wird dich instruieren, dich anleiten, rebuke you, dich zurechtweisen. Only to bring you out from the realms of unholiness to the realms of holiness. Um dich aus dem der Unheiligkeit in die Heiligkeit zu bringen. 1. Peter 1:15-16. He said, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, character, behavior. Because it is written, be holy for I am holy. Denn so wie der dich berufen hat, heilig ist, erwartet er auch, dass du heilig bist in all deinem Benehmen. Leviticus 44:45. He said, for I am the Lord your God, you shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy, for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on earth. For I am the Lord who brings you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. You cannot walk with this God if you are unholy. Du kannst nicht mit diesem Gott gehen, wenn du nicht heilig bist. Du wirst niemals glücklich sein. The only way you can be happy in life. Die einzige Art, wie du glücklich sein kannst im Leben, in, this world, in dieser Welt, on this earth, auf dieser Erde, start being holy. Fange an, heilig Because zu sein. The fruit of the Spirit, denn die Frucht des Geistes helps you to be. Hilft dir zu sein. That's why I'm trying to encourage you to know that you must be holy and you can't be holy unless you have the fruit of the Spirit. Darum versuche ich dich zu ermuntern, du musst heilig sein. Psalm 86, verse 2. David said, preserve my life. Preserve my life, for I am holy. You are my God. Save your servant. Who trusts you? David came to a point after fornication and adultery with Bathsheba, whatever. He came to a point, he repented, he changed his life. He said, no, preserve me, for I am holy. In fact, he was bold enough to call himself a holy man. David kam zu einem Punkt, wo er sagte, bewahre mein Leben, denn ich bin heilig. Holiness is very important. Heiligkeit ist sehr wichtig. Trust and obey, for there is no other way to be than to trust and obey. Obedience, faithfulness, and patience. If you don't have it, you can go to the next one quickly. So to be happy, you must be acceptable. Du musst akzeptabel sein. And to be acceptable, the fruit of the Spirit will help you. Um akzeptabel zu sein, wird die Frucht des Geistes helfen. Your behavior pattern in the church, when the Holy Ghost comes in, when Christ comes in your house, not only in the church, anywhere, God must accept you. Dein Benehmen. You should not be rejected. Überall, nicht nur in der Kirche, sondern auch you zu Hause. You should be an acceptable vessel in the hand of God, in the presence of God, in the house of God. You should be accepted. God should not reject you. God is not willing to reject you. But you can reject yourself if you choose the other way around. Du musst ein akzeptables Gefäß in dem Haus Gottes sein. There's a time for that. Es gibt eine Zeit dafür. And there's a year for that. Es gibt ein Jahr dafür. And we have the time now. Wir haben die Zeit jetzt. And we have the year now. Wir haben das Jahr jetzt. Ephesians 1:4-7. Apostle Paul said, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy. Again, holiness comes here. And without blame before him in love, that's the fruit of the Spirit. Having predestined us to adoption as sons, also means daughters, by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted. He made us accepted. Tell somebody, I'm accepted. Tell somebody, I am accepted. Sag jemand, ich bin angenommen. Okay, say that the way around. Somebody, don't get it. Tell somebody, I am not rejected. Ich bin nicht abgelehnt. Tell somebody, I am not the reject of God. Ich bin nicht der abgelehnte Gottes. I may be rejected by men. Ich bin abgelehnt von Menschen. But I am the elect of God. Aber auserwählt von Gott. I am accepted. Ich bin akzeptiert. So I am saying it because I believe it. Ich sage das, weil ich es glaube. So I am fully assured. Ich bin vollkommen sicher. I am accepted. Dass ich akzeptiert bin. Oh, by the way, he made us accepted in the beloved. Talking about Christ.
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. We are accepted. Wir sind akzeptiert. And you must maintain this acceptance. Und du musst diese Akzeptanz bewahren. By the fruit of the Spirit. Durch die Frucht des Geistes. Take away the fruit. Nimm die Frucht hinweg. You become the reject of Jehovah. Dann wirst du der abgelehnte Gottes. It's okay if men reject you. Es ist okay, wenn Menschen dich ablehnen. It's okay if society rejects you. Es ist okay, wenn die Gesellschaft dich ablehnt. It's okay if community rejects you. Wenn die Gemeinde dich ablehnt. But it is not okay if God rejects you. Aber es ist nicht gut, okay, wenn Gott dich ablehnt. Who then will mediate for you? Wer wird dann für dich einstehen? Who will stand and speak for you? Wer wird für dich stehen und if sprechen? If men reject you, Christ will mediate for you. Wenn Menschen dich ablehnen, wird Jesus für dich sprechen. Will hear Christ's voice. Und die Menschen werden Father, forgive him. Vater, vergib ihnen. And God will forgive you. Und Gott wird dir vergeben. By his blood. Durch sein Blut. So make sure that you are not rejected. Stell sicher, dass du nicht abgelehnt wirst. And the fruit of the Spirit will help you. Und die Frucht des Geistes wird dir because helfen. A man who walks in love cannot be rejected. Denn ein Mensch, der in Liebe geht, kann nicht abgelehnt werden. A man who is joyful. Jemand, der voller Freude ist. A man who is a peacemaker. Jemand, der ein Friedensmacher ist. A man who is patient. Jemand, der geduldig a ist. A gentleman. Ein höflicher Mensch. A man who is meek. Ein Mensch, der sanftmütig ist. Self-control. Selbstkontrolle. Shall never be rejected. Wird niemals abgelehnt werden. The fruit of the Spirit will make you acceptable in the sight of God. Die Frucht des Geistes wird dich akzeptabel vor dem Herrn machen. Romans 12:2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed. Be transformed by the renewing of your mind. The mind which is corrupt may be renewed, that you may prove that that which is good, acceptable, and perfect will of God. You know it. Du weißt if you walk in the fruit of the Spirit, wenn du in der Frucht des Geistes wandelst, you will know the GAP of Jehovah. Dann kennst du diese. That which is good. Das was gut ist. That which is acceptable. Was akzeptabel that ist. That which is the perfect will of God. Der perfekte Wille Gottes ist. The fruit of the Spirit will qualify you. Die Frucht des Geistes wird dich qualifizieren. Well, more there. Isaiah 49 verse 8. Thus says the Lord, in acceptable time I have heard you. Okay, there's a time God will hear you. Es gibt eine Zeit, wo Gott dich hören wird. And God will only hear those that make themselves available to be accepted. Und Gott hat nur die, die sich dafür verfügbar machen, akzeptabel come zu sein. To God with a good character. Wenn du zu Gott mit einem guten Charakter kommst. Be obedient. Sei gehorsam. Be faithful. Sei treu. And I say you be patient. Und sei geduldig. Come with patience to God. Komm mit Geduld zu Gott. God will never throw you away. Gott wird dich niemals come with love and joy and peace. Or I say komm mit God Liebe, throw Frieden und Freude. There is an acceptable time when God will accept you. Es gibt eine akzeptable Zeit, wo Gott dich annehmen wird. And there's a time when God can reject you. Es gibt eine Zeit, wo Gott dich ablehnen if wird. You go contrary to his will. Wenn du gegen seinen Willen gehst. And in the day of salvation I've helped you. I will preserve you and give you a covenant to the people to restore the earth, to cause them to inherit their desolate heritage. Whatever. So the truth is clear. I want to base on here in an acceptable time. In einer akzeptablen Zeit. And that time is not tomorrow. Und diese Zeit ist nicht morgen. That time is now. Die Zeit ist jetzt. Luke 4:19. Jesus said, I'm here, I've come to proclaim the acceptable year of the Lord. Acceptable time. Die akzeptable Zeit. Acceptable year. Das akzeptable Jahr. You must be accepted. Du musst akzeptiert werden. Within the time and the year. In der Zeit und in dem Jahr. And the time is now. Und die Zeit ist jetzt. And the year is now. Und das Jahr ist jetzt. If you are rejected now. Wenn du jetzt abgelehnt wirst. At this time. Zu dieser Zeit. I don't know when you shall be accepted again. Dann weiß ich nicht, wann du noch akzeptiert so wirst. So you must quickly make a paradigm shift. Du musst dich also verändern. Move away from the place of reject and come to the place of election. Geh weg von diesem Ort der Ablehnung und komm zu dem Ort der Akzeptanz. Let's go for because of time. To be perfect. Perfekt. The fruit of the Spirit will make you perfect. Die Frucht des Geistes macht dich perfekt. Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Bodies, your mouth, your tongue, your hands, everything. Don't use your hand to steal. Don't use your tongue to lie. Don't use some part of your body to do some wicked things in secret. Present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. In that sense, if you can present your body, your mouth, what your mouth says, what you, some say, oh, Pastor, I don't gossip. Einige sagen, Pastor, ich läster. Pastor, me, I don't gossip. Pastor, ich läster Pastor, nicht. Me, I don't lie. Ich lüge nicht. But if you sit in the midst of people and you give them your ears. Aber wenn du in der Mitte von dieser Menschen sitzt und ihnen dein Ohr gibst. If you give them your audible organs. Wenn du deine Hörorgane gibst. Or the audio organs, the ears that the system you that you can hear, your ears. Dieses System, damit du hören kannst. If you give them your mouth. Wenn du ihnen deinen Mund gibst. If you give them your eyes. Deine Augen.
your nose to smell deine Nase it. Zu riechen. Whatever is with you, was immer in dir ist, jeden Teil des Körpers, dann nimmst du es auf. You may not say it, du magst es nicht sagen, but you hear it. Aber du hörst es. It's not good for you to sit among lies. Und es ist nicht gut, dass du unter Lügnern sitzt and you don't correct them. Und dass du sie nicht korrigierst. And what they can, so say it, und wenn sie dann kommen, dann sagst du, ich habe es nicht gesagt. She said it. Sie hat es gesagt. He said it. Er hat es gesagt. Yeah, I was just sitting there, they were talking. Ich habe dann nur gesessen, sie haben geredet. If anyone talks, somebody must listen. Wenn irgendjemand redet, dann muss jemand so zuhören. Talking, the one listening, are they different? Der redet und der zuhört, sind die anders? They're the same, but in different ways. Sind gleich, aber auf verschiedenen Arten. So your ear becomes a Mülleimer, a rubbish box. Dein Ohr wird zu einem Mülleimer. And they're putting rubbish inside. Und sie packen Müll hinein. No. You rubbish box. The one who makes the dirt and the rubbish box, which one has an honor? Der den Dreck macht und der Mülleimer, wer hat Ehre? As long as you listen to lies, but you don't lie, you are even worse than the one who is lying. Solange du dir die Lügen anhörst, bist du schlimmer als der lügt. Because nobody in his normal sense will take a rubbish box and put on his bed and be sleeping with it. Denn keiner wird einen Mülleimer nehmen und mit ihm im Bett schlafen. Rubbish box always stand a place where it is okay, but not so close to your body because it's containing rubbish. Der Mülleimer steht an einem Ort, wo er nicht zu nah an deinem Körper ist. Please, from today, don't make your ears rubbish box again. Und von heute an mach deinen Ohren nicht mehr zu Mülleimern. Where your ears collect spiritual rubbish. Wo deine Ohren geistlichen Müll empfangen. And the most wicked one is lies. Und das Schlimmste sind die Lügen. Lies and Lügen. Listen to little sweet gossips. Und Lästerungen. Sweet gossips. Süße Lästerungen. Sweet little lies. Süße kleine Lügen. And they come into your ears. Sie kommen in deine Ohren. And because when they come, they destroy your faith. Und wenn sie kommen, dann zerstören sie deinen Glauben. Denn der Glaube kommt durch and das Hören. By the word of God. Durch das Wort so Gottes. When you are hearing lies, und wenn du Lügen hörst, they destroy your faith. Zerstören sie deinen Glauben. Present your bodies a living, not a dead sacrifice, living sacrifice unto God. Präsentiert eure Körper als ein lebendiges Opfer dem Herrn. Let God accept you. You will become perfect. Und dann wirst du perfekt. Leviticus 22:21. He says, and whoever offers a sacrifice. Now I'm dealing with sacrifice. Because your body, sacrificing your body or present your body as a sacrifice, it's preparing you to become perfect. So, present your body. Don't give it to lies, deception, everything, your ears, your whatever. Any of your organs or your sense organs.